4:0 gewonnen. Im Halbfinal-Hinspiel bei Hertha BSC Berlin. Wie fällt das Urteil aus? Ja, wir haben Halbzeit. Ne? Wir führen 4:0. Also eine gute Position. Haben wir uns hart erarbeitet. Ich habe die Jungs zur Leistung gratuliert. Sehr diszipliniert, sehr erwachsen, sehr reif. Wir wissen, dass wir müssen die Räume eng machen gegen Hertha. 3,6 Tore im Schnitt in der Liga. Die beste Offensive, glaube ich, in Deutschland in der Liga, so wie ich jetzt das auch im Kopf habe. Aber das hat man heute nicht gesehen, weil wir sehr diszipliniert waren. Wir hatten nicht mehr Ballbesitz als Gegner, aber ich habe heute gesagt, es geht nicht darum, heute mehr Ballbesitz zu haben. Und es muss auch nicht schön aussehen, sondern wir müssen das Spiel gewinnen und einen guten Ausgang schaffen. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir auch teilweise gut gespielt, wo die Räume dann entstanden haben, weil die dann mehr riskiert haben gegen den Ball. Aber insgesamt ein sehr erwachsenes Auftreten. Aber im Fußball hat man schon gesehen, auch auf Erwachsenenebene, dass so ein Spiel auch mal gedreht werden kann. Deswegen, ich freue mich über den Leistung, Ergebnis auch so teil, aber weiß natürlich, dass wir immer noch 90 Minuten wenigstens noch zu spielen haben. Waren Sie überrascht davon, wie gut es und wie einfach es dann auch war in den ersten Viertelstunde und wie wenig Julian Reikhoff dann zum, oder wie viele Räume Julian Reikhoff dann hatte? Also einfach sagt vielleicht ein Reporter, kein Trainer. Das war nicht einfach. Da muss man einfach sagen, die Jungs haben es gut gemacht. Es ist nicht immer so, dass es einfach ist, wenn was gut läuft, sondern es kann auch einfach gut laufen, weil die Umsetzung gut ist. Und das war das Fall. Nicht, weil die nur schlecht waren, sondern auch, weil die Umsetzung einfach gepasst haben. Julian war natürlich eiskalt vom Tor. Die Räume sind auch aufgegangen im Rücken des Gegners, wo wir vor dem Spiel drüber gesprochen haben. Deswegen heute haben die es verdient, dass man die Jungs loben und es nicht daran einbeschränkt, dass der Gegner schlecht war. Das wollte ich damit auch nicht zum Ausdruck bringen. Wie gehen Sie jetzt vor? Muss man die Jungs jetzt ein Stück weit bremsen, weil man eben 4:0 gewonnen hat? Oder weiter in dem bestärken, was Sie gerade beschrieben haben? Oder eine Mischung aus beiden dann jetzt fürs Rückspiel? Ich muss keine bremsen, das schaffen die selbst. Die haben schon in der Halbzeit gesagt, es geht darum, zu Null zu spielen. Nach dem Spiel habe ich keine großartige gesehen, da am Jubel waren, sondern da haben die auch gesagt, wir sind halbwegs, aber auch nicht mehr, haben eine gute Ausgangslage. Ab heute geht es nur darum, zu regenerieren. Ab Mittwoch dementsprechend, oder Mittwoch ist frei, Donnerstag und Freitag haben wir zwei Trainingseinheiten, wo wir uns dann darauf vorbereiten können auf Samstag. Und dann hoffe ich, genauso wie in Berlin, die haben eine tolle Unterstützung gehabt von den Hertha-Fans, volles Stadion, dass auch die BVB-Fans jetzt nach Prag kommen und uns Samstagmorgen unterstützt. Das brauchen die Jungs, das haben die sich auch verdient. Dankeschön, Mike Tobek.